wie versprochen, hier jetzt der zweite Teil oder der nächste Teil am zweiten Tag von der Gamescom. Und ich habe ja gesagt, ich zeige nicht nur ein paar Produkte aus dem Shop, sondern auch so ein bisschen aus der Retrohalle. Und VR ist natürlich auch auf der Gamescom so ein Riesenthema geworden. Und deswegen haben wir da hinten auch eine ganze Menge VR-Brillen. Und mit denen zeigt eigentlich der Retro-Stand hier, dass VR nicht wirklich aktuell ist, sondern dass wir da auch schon eine ganze Menge alte Sachen zu zeigen haben. Sei es von Sega die Brille oder auch von Vectrex den 3D-Imager oder natürlich auch der sagenumwobene Virtual Boy von Nintendo. So ziemlich der größte bekannte Block von Nintendo, der zwar einige wirklich gute Spiele hat, aber bei dem Rotstich, den man da drin hat, einem einfach nach einer Viertelstunde der Kopf schon brummt. Ja, und dann haben wir da noch so einige andere kuriose Systeme, die keiner kennt, wie zum Beispiel den Cyberboy. Ja, und Orb 3D, so richtig kurioses 3D-Zeug. Auch das wird hier auf der Gamescom ausgestellt. Und ein weiterer Bereich, der mir auch sehr gut gefällt, das ist hier bei Retro-Spiel, die für klassische Konsolen neue Spiele im Angebot haben. Also ähnlich wie es ja bei mir auch gibt. Wir haben ja Hermes, Wind & Water und einige von Pico Interactive da. Da will ich mich auch noch ein bisschen mehr im Shop drauf konzentrieren. Und hier gibt es eben auch noch mal ein paar Spiele. Xenosider, Saber Rider und The Star Sheriff für die Dreamcast. Oder auch für das Mega Drive und NES ein paar Klassiker. Also wirklich schönes neues Futter für die alten Konsolen. Und ja, ich persönlich freue mich einfach, wenn für die alten Konsolen wieder neue Spiele entwickelt werden. Also ich finde das klasse. So, und einer meiner Lieblingsbereiche hier noch sind die ganzen Arcade-Automaten. Ich selber bin eindeutig, wie man sieht, ein großer Fan von Magical Drop und bin auch gar nicht mal so schlecht da drin. Und ja, was hier For Amusement Only jedes Jahr auf die Beine stellt, ist schon geil. Die richtig schönen klassischen Automaten von Magical Drop über Tapper, über Donkey Kong, über Defender, über Asteroids, alles mit dabei. Echt eine super Geschichte hier und ja, einer meiner Favoriten. Polyplay, ich spiele Hase und Wolf. So, morgen gibt es dann mehr von der Retrohalle. Jetzt, wie gesagt, wie versprochen, kommen noch wieder zwei Produkte von uns. Hier habe ich jetzt zum einen mal Hermes, nachdem wir ja gerade schon bei den ganzen Homebrew-Spielen waren. Ein neues Jump'n'Run von Retro-Guru. Das ein bisschen gemein ist, weil normalerweise will man ja bei einem Jump'n'Run alles gleich einsammeln, was man findet. Nur dann irgendwann muss er kacken. Und wenn ich das nicht mache, dann und noch mehr esse, dann zerreißt es ihn einfach irgendwann. Das heißt also, man muss schauen, dass man möglichst schnell dem Hühnchen hinterherkommt, dabei nirgendwo reinrennt. Dabei aber auch, wie man hier unten sieht, nicht verhungert, aber auch nicht zu viel isst, weil man sonst aufs Klo muss, was wieder zu viel Zeit frisst. Also ein sehr ungewöhnliches Jump'n'Run mit vielen, vielen Fallen. Vielen Leveln, über 30 Stück. Ja, und ganz am Schluss, wenn man das letzte Level geschafft hat, oh, jetzt muss ich gleich wieder. Ah, gut. Ganz am Schluss, wenn man das Level geschafft hat, hat man tatsächlich das Hühnchen. Tja, und jetzt habe ich leider ein bisschen zu viel gegessen und das war es dann und ich kann nochmal von vorne hier anfangen. Und als Besonderheit, neben der CD, die gepresst und eingeschweißt daherkommt, gibt es noch einen kompletten 24-seitigen Comic in Farbe mit dazu, der quasi auch so eine Art Anleitung ist und die Story ein bisschen erklärt. Kenne ich jetzt auch so auch nicht bei einem anderen Dreamcast Homebrew-Spiel. Wir haben es aber mit dabei. Und auf der CD ist auch noch der komplette Soundtrack für den normalen Audio-CD-Player drauf. Also man kriegt wirklich viel für 15 Euro bei uns im Shop. Den großen 8-Bit-Controller habt ihr ja gestern schon ein bisschen gesehen. Den gibt es so leider nicht im Shop zu kaufen. Das haben zwar schon einige heute angefragt. Aber der ist wirklich nur ein Messeausstellungsstück. Aber hat natürlich einen Grund, warum wir den dabei haben. Und es sind zum einen die 8-Bit-Controller, die vielleicht schon einige von euch kennen. Aber die sie noch nicht kennen, den stellen wir sie jetzt mal genauer vor. Hier das Pendant zu dem großen, den wir da haben, liegt vermutlich auch deutlich besser in der Hand als der große. Die Tasten sind auch ein bisschen leichtgängiger. Also um ehrlich zu sein, bei den 8-Bit-Controllern, da fühlen sich die ganzen Steuerungen richtig gut an. Die haben da richtig sich Mühe gegeben, auch vom Design her qualitativ, also nicht einfach so billige China-Ware. Der hat ist natürlich an den NES-Controller angelehnt, hat aber noch zwei Schultertasten und zwei Buttons mehr. Gibt es dann auch noch in der Pro-Variante mit Analog-Sticks mit kleinen dazu. Und für die Fans, die lieber so Super Nintendo oder in dem Fall hier das amerikanische Super Nintendo gerne hätten, gibt es die auch noch in dem Design.
Die Besonderheit an denen ist, die laufen per Funk über Bluetooth oder aber über USB, kann ich sie auch anschließen. Funktionieren also mit jedem normalen PC, mit jedem Android, mit iOS, mit Jailbreak, aber auch mit der Wii, mit der Wii U, mit der Switch, also das ist besonders cool. Demnächst kommt noch ein großer Arcade-Controller raus, mit dem man dann an der Switch die ganzen Neo Geo-Titel spielen kann. Für die, die dann noch gerne an den Retro-Geräten spielen, hat 8-Bit auch mitgedacht und hat dann hier sogenannte Retro-Sieger veröffentlicht. Das heißt, das Ding stecke ich in Super Nintendo ein und dann kann ich die ganzen schönen 8-Bit-Deo-Controller alle am originalen SNES nutzen oder eben am NES. Und genauso funktioniert zum Beispiel auch der große Controller, der ist über Funk, über Bluetooth an dem NES angeschlossen und läuft komplett lag-free. Die gibt es fürs SNES, fürs NES wie schon gesehen und auch fürs NES Mini, fürs NES Mini Classic. Denn das hat ja irgendwie so Controllerkabeln von 10 cm Länge oder so in etwa. Da sind Funkcontroller schon eine schöne Geschichte. Also die 8-Bit-Deo-Controller, die kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Die fühlen sich klasse an, die fühlen sich an wie das Original. Man kann richtig top mit spielen und sie sind vielfältig und laufen an jedem System. Wer will, kann sie natürlich auch einfach mal bestellen, ausprobieren und wenn sie tatsächlich nicht passen sollten, bei uns zurückschicken. Wir haben ja unser 14-tägiges Rückgaberecht. Ja, und soweit war es das von Tag 2 von der Gamescom. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder.